Herzlich willkommen hier bei der LaunTech 2015 in Karlsruhe. Bei mir Herr Molatore von der Pink University. Im Moment liegen so ein paar Trends eigentlich auf der Straße. Mobile Learning, Serious Games, Adaptive Learning, IT-sicheres Klassenzimmer. Was ist so für Sie der Bereich, in dem Sie täglich arbeiten? Also für uns sind besonders drei Trends besonders wichtig für die tägliche Arbeit. Einmal das Thema Mobile Learning, sprich, dass man das Lernen entkoppelt von Präsenzveranstaltungen und man es einfach jederzeit und von überall aus möglich macht. Dann ein sehr weiterer wichtiger Trend ist das Thema Performance Support, sprich, dass der Arbeitgeber den Mitarbeitern nicht nur bestimmte Schulungen zuweist, sondern ihnen einfach sie allgemein zur Verfügung stellt, damit sie selber on demand auf Wissen zugreifen können, weil sich immer stärker auch das Wissen durchsetzt bei den Personalentwicklern, dass die einzelnen Mitarbeiter häufig punktuelle Wissensbedürfnisse haben und sie selber die am besten decken können. Also sie selber sagen, ein Beispiel, ich habe eine wichtige Verhandlung nächste Woche, ich bräuchte ein Verhandlungstraining oder einfach ein paar Tipps, worauf ich da achten muss und dass sie dann selber sich bedienen. Also dass einfach der Arbeitgeber ermöglicht, dass sie ihre Arbeitsleistung hochhalten, also die Performance und die Mitarbeiter selber in Eigenregie auf diese Inhalte zugreifen. Und der dritte Trend, ganz klar, ist Bewegtbild setzt sich immer stärker durch. Also früher war E-Learning ja relativ statisch, also Web-Based Trainings gibt es seit 20 Jahren, aber immer häufiger wird einfach Bewegtbild gefordert von den Mitarbeitern. Wenn Sie sagen, in Ihrem Bereich nutzen Sie all das jetzt schon, was kommt so als nächstes, wo geht die Entwicklung hin, wo sind die Trends? Also das wird sich immer stärker durchsetzen und immer stärker auch zur Notwendigkeit oder zur Normalität werden. Also bis vor ein paar Jahren sagten viele Unternehmen, naja, so Videos zur Lernvermittlung, naja, ist vielleicht ganz schön, aber ist doch mehr nice to have. Heute erkennen viele Unternehmen, dass es ein Must-Have ist, wenn man zum Beispiel vor der Aufgabe steht, ein weit verbreitetes oder weit verstreutes Vertriebsteam zu einem bestimmten Thema zu schulen, dass es viel schneller und effizienter geht mit einem Lernvideo zum Beispiel, weil man sonst alle Leute per Skype oder in ein Hotel zusammentrommeln müsste, um bestimmte Inhalte denen nahe zu bringen. Mit einem Video geht das wesentlich schneller, wesentlich effizienter und wesentlich kostensparender auch. Die Branche an sich ist ja eigentlich sehr breit gestreut. Ja. Wie sehen Sie das? Wird das in Zukunft eher ein bisschen zusammenwachsen? Wird es noch breiter gestreut werden? Wo geht's hin? Ich glaube, allgemein E-Learning wird immer stärker zur Normalität, wird schon in der Schule anfangen, an der Uni sowieso. Und im Unternehmen merkt man das ganz massiv, dass das einfach eine Notwendigkeit ist. Und die Leute, die bisher ein bisschen zurückhaltend waren bei E-Learning, weil ihnen es zu technisch schien, die werden verstehen, dass es um Learning geht. Also das E-Learning, das bezeichnet einfach nur ein Tool, das auf IT basiert. Aber es geht um das Lernen und die Erkenntnis setzt sich immer stärker durch, dass bestimmte Tools einfach Wissen am besten vermitteln, also besonders auch innovative Tools. Von daher wird, wenn es noch ein bisschen Widerstände dagegen gibt, wird in den nächsten Jahren immer zurückgehen, weil Leute einfach verstehen, das ist dafür, damit ich gut Wissen aufnehme. Dann herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß hier auf der LaunTech. Vielen Dank. Dankeschön.